Guten Morgen! Wir wollen heute gemeinsam Zähne putzen mit Microbrite, meine Lieblingszahnpasta oder Zahnpulver. Warum Microbrite so toll ist, weil Microbrite ist weltweit die einzige basische Zahnpasta. Warum das so wichtig ist, muss man verstehen. Weil in unserem Mund sind die Zähne und die Zähne und alles, was drum oben ist, kann sich gut regenerieren. Und erst dann, wenn Mundflora stimmt. Und Mundflora kann nur gut sein, wenn das frei ist von Chemikalien, nicht übersäuert, sondern basisch. Und genau deswegen ist Microbrite perfekt dafür. Gerade am Abend, wenn du deine Zähne geputzt hast, mit herkömmlichen, konservativen Zahnpasta oder auch mit deinem Zahnpasta, was frei vielleicht von Fluorid und Chemikalien ist, aber trotzdem diese alle Zahnpasta sind Säurebild. Und wenn du mit deinem basischen Zahnpasta deine Zähne am Abend geputzt hast und schlafen gehst, dann kann die ganze Nacht dieses basische Milieu, im basischen Milieu können deine Zähne überhaupt regenerieren. Und das ist total cool. Ich benutze diese Zahnpasta ungefähr seit 2 Jahren. Ich habe viel Geld gespart, weil ich nicht mehr zum professionelle Zahnreinigung gehe. Und meine Zähne sind frei von jeglichem Belag, sind super weiß. Und wenn du Bock hast, kannst du gerne in meinen Mund mal reinschauen, wenn du vorbeikommst. So, und jetzt, das ist das beste Lieblingsprodukt von meinem Mann. Er liebt dieses Zahnpulver. Warum? Weil er seit Jahren schon Probleme hatte mit entzündetem Zahnfleisch und offenen Zahnhälsen. Und als er zum Zahnarzt gegangen ist und nach dem Rat gefragt, was er machen kann oder warum, woher das kommt, hat er nur eine Antwort bekommen, dass es wohl ein Zahnputzfehler sein und er zu doll rubbelt oder was auch immer was. Und es hat aber natürlich nie zum Verbesserung gebracht, egal was er versucht hat, bis er diese Zahnpulver ausprobiert hat. Und nach schon, glaube ich, guten 2 Monaten haben sich alle Probleme gelöst. Seitdem ist es schon wahrscheinlich 1,5 Jahre her. Er hatte seitdem keine Zahnfleischentzündung mehr. Sein Zahnfleisch ist zurückgegangen. Und das ist ein mega Beweis. Und wenn du magst, kannst du gerne das ausprobieren. Ich finde, meine Zähne sehen super weiß aus. Einfach gesund. Und ich freue mich, weil ich sehr viel Geld eingespart habe. Ich muss nicht mehr zum professionellen Zahnreinigung gehen, weil dieses Zahnpulver beseitigt jeden Zahnbelag und mir geht es sehr gut dabei. Besonders ist wichtig für die Menschen, die Schilddrüsenprobleme haben. Ihr müsst ganz doll überlegen, guck mal, wie weit ist Schilddrüse eigentlich vom Mund? Und wenn wir wissen, das ist alles Zellen und Gewebe, das heißt, Mundflora hat sehr viel Einfluss auf deine Schilddrüse. Und wenn du ständig hier ein saures Milieu hast, deine Schilddrüse wird sehr viel davon abbekommen. Und das ist überhaupt nicht gut. So, und übrigens noch, wenn Leute auch Mundgeruch haben, ganz tollen Mundgeruch, wir haben schon sehr, sehr viele Feedback bekommen, dass Leute, nachdem sie angefangen haben, mit diesem Pulver Zähne zu putzen, dass dieser Mundgeruch, also das heißt, die ganzen Bakterien und Parasiten, also das ist sehr, 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 sehr gut zurückgeht. Also teste das mal aus. Und jetzt zeige ich dir mal, wie ich die Zähne putze, weil viele haben da auch so Fragen und Probleme. Und zwar, ich nehme meine tolle Zahnbürste und viele machen den Fehler, dass sie versuchen, so dieses Pulver drauf zu tun. Und wie du siehst, das geht schön daneben. Hier ist natürlich windig, aber zu Hause sieht dein Waschbecken auch nämlich auch so aus. Ich habe einfach einen Trick entdeckt. Ich mache dann den da. Ich mache mir so einen Haufen von Pasta auf meine Hand. Gut, ich habe jetzt kein Waschbecken hier. Ich mache das ein bisschen nass. Dann mache ich den da. Es reicht, das war ein bisschen sogar zu viel. Es reicht auch kleinere Menge und dann putze ich aber die Zähne. Thank you.
So, das war's eigentlich. Ich muss die Zahnpasta eigentlich gar nicht mehr ausspülen, weil da Antioxidant drin, damit man auch noch versteht, wie die Wirkung ist. Es ist nicht so, dass da kleine Partikel sind, die ständig was abrubbeln, sondern dieser Antioxidant, da ist Mikrohydrin drin und Antioxidant löst jeglichen Müll, Zahnablagerung und das so aus. Und das ist überhaupt nicht schädlich, man könnte sogar das schlucken. Sogar meine kleinen Kinder im Alter von 2 und 4 benutzen die Zahnpasta. Das hat ja auch keinen Geschmack vom Erdbeere oder Kiwi oder Minze. Oder beziehungsweise, nee, tatsächlich, da ist ein bisschen Minzgeschmack, aber eigentlich so mehr neutral. Und eigentlich musste man nicht ausspülen, aber manchmal mache ich das doch. Kannst du selber entscheiden, was du machst. So. Es war schon zu schade, so ein cooles Wasser da auszuspucken. So, ich glaube, das war's zu dem Thema. Dann viel Spaß beim Zähneputzen. Schön, dass ihr mein Video angeschaut habt. Und berichtet mal, wie eure Zähne aussehen oder postet mal ein paar Bilder. Ich würde mich sehr freuen über eure weißen Zähne und dass ihr nicht so lange geworden seid. Bis dann. Tschüssi.